Herzlich willkommen zu diesem Freundschaftsspiel. Es kommentieren Wolfuß und Frank Buschmann. Heute heißt es Jahn Regensburg gegen Borussia Dortmund. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft. Jetzt schießt er! Das wird ein Eckball geben. Die Chance jetzt hier vielleicht für den Außenseiter. Schauen wir mal, was sie draus machen. Jetzt die Ecke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Mit Marco Reus haben sie einen unglaublich torgefährlichen Mittelfeldspieler in ihren Reihen. Kein Wunder, der Nationalspieler ist sehr, sehr schnell, verfügt über eine tolle Ballbehandlung. Er hat dazu ja noch, das wissen wir, einen tollen Abschuss. Das dürfte ein wichtiger Faktor in diesem Spiel sein. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Chance zur Führung. Und Tor! Boah, das könnte noch ganz wichtig sein. Erstmal die Führung. Wir haben die Oberhand. Dieses Tor müssen wir uns nochmal anschauen. Die Flagge war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und der Abschluss leicht, klasse gemacht. Wunderbarer Kopfballtreffer, Buschi. Aber auch die Flanke müssen wir loben, die war super. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ballverlust. Schießt Birki ohne große Probleme. Andreas Geipel. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Und noch eins. Das ist der Doppelschlag. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Götze. Witze. Und Götze. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Schwache Aktion, Ballverlust. Sie kommen jetzt über außen. Da kommt die Hereingabe. Jetzt ist die Kugel weg. Er versucht es einfach mal aus der Distanz. Birki ohne große Probleme. Schönes Pressing jetzt. Gute Chance. Traumtor! Da zieht er einfach mal ab und dann passt das Ding auch noch. Unfassbar! Und damit hat er ein schönes Dreierpaketchen geschnürt. Und lässt sich völlig zurecht von den Fans feiern. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Da haben sie jetzt Platz. Ball kommt rein. Oh, knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Jadon Sancho. Der Ball ist weg. Das war natürlich schwach gelöst. Wird das seine Torchance? Und damit kein Tor draus. Der Torwart hat ihn. Ja, da müssen Sie aufpassen. Reus. Marco Reus ist ja nicht nur herausragend im Dribbling, sondern auch bei ruhenden Bällen, Buschi. Ja, hat schon dank seiner super Schusstechnik den einen oder anderen Freistoß versenkt. Also Fouls in Strafraumnähe sollte man vermeiden. Er probiert es einfach mal. Es gibt Eckball. Jetzt der Eckball. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Und jetzt der Schuss. Ja, klasse, Ball erstmal weg.
Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Salah. Da trennt er ihn fair vom Ball. Und jetzt die Chance. Wie macht er den denn rein? Gab sicherlich schon schwierigere Aufgaben, aber egal, Hauptsache der Ball passt. Da ist er mal vorne und da trifft er auch noch. Einer der seltenen Ausflüge des Abwehrspielers und er wird belohnt. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Fängt diesen Ball ab. Gutes Take-Me. Er lässt seinen Gegenspieler. Er verlust. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Götze. Delaney. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Der Ball, der Spielstand überrascht schon ein klein wenig. Aber jetzt ist erstmal Pause. Zur zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, ob sie weiterhin so dominant auftreten können. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da zieht er ab. Was für eine Parade! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Delaney. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Er zieht ab. Super Einsatz vom Torhüter. Jetzt bin ich gespannt, wie er die Ecke reinbringt. Jetzt kommt die Ecke. Der oh, Pfosten! Zurück ins Feld. Und erstmal geklärt. Spielerwechsel jetzt bei Borussia Dortmund. Genau. Mario Götze wird das Spiel verlassen. Ball erobert auf der Außenbahn. Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Auf seinem Konto steht der Dreierpack. Die Zeichen stehen allesamt auf Sieg. Also Wolf, das ist sein Spiel. Ball ist erstmal raus, super Parade. Und weil es so schön war, erneut Ecke. Ecke kommt rein. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Das frühe Pressing jetzt. Ja, da gehen sie sofort drauf, holen sich den Ball. Und nun ein Schuss. Macht ihn! Ja, er macht ihn! Das Tor macht der Kempten. Gute Aktion von ihm. Da schauen wir doch gerne nochmal drauf. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Marco Grüttner. Gefährlich! Super gemacht vom Torwart! Und das gibt schon wieder Ecke. So, Ecke kommt! Bitte, 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 ein Eigentor! Und das ist natürlich ganz unglücklich gewesen. Er macht den Ball hier ins eigene Tor. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ein Tor. Das war wirklich unglücklich, dass der Ball da ins eigene Tor gegangen ist. Manuel Akanji. Reus. Ballverlust. Da ist die Flanke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Der BVB will wechseln. Salah. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut.
Ball kommt rein. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Marco Alcácer. Marco Reus am Ball. Da kommt der Schuss. Wahnsinn, er hält ihn. Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Jetzt die Ecke. Und jetzt der Schuss. Türki ohne große Probleme. Marco Grüttner, Fahndungsassistent geht hoch, abseits, uiuiui, das war hauchdünn. 8 Minuten jetzt noch. Paco Alcácer, da trennt er ihn vom Ball. Marco Grüttner, Salah. Und jetzt ein Schuss. Jetzt kann er noch eine Ecke reinbringen. Super Aktion von Bürki. Jetzt der Eckball. Ein unfassbares Tor. Guter Standard. Damit kam die Verteidigung nicht zurecht und so fällt das Tor. Standards musst du trainieren, dann kann sich das auszahlen wie in dieser Szene. Super gemacht. Guerrero. Delaney. Paco am Ball. Er passt gut auf und hat den Ball. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Thomas Delaney. Guter Zweikampf. Den Ball kann er abfangen. Der Schiedsrichter.